Hallihallo, hier sind wir wieder bei einer neuen Folge von The Whispered World. Ja, um ehrlich zu sein, stecke ich ein bisschen fest. Aber wir werden jetzt einfach nochmal alle Optionen durchgehen. Das heißt, wir reden jetzt nochmal mit allen, dann sollten wir ja normalerweise weiterkommen. Denn was mich immer so wundert, sind immer so Dialogfenster, die offen bleiben. Beim Opa, meine ich, haben wir ja alles. Also wir können mal kurz reden mit dem Opa, aber ich glaube, beim Opa haben wir keine offenen Dialogfenster. Hallo Opa. Ach, hallo Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Kommandeur Sag mal, Ranger? Opa, du hast doch viel erlebt. Ha! Das will ich meinen. Frag mich ruhig so viel wie du nur tragen kannst. Ach so, die beiden Dinge haben wir ihn schon Weißt du gefragt. was? Ich schlage es einfach selber nach. Ja, sicher ist sicher. Ich wirke zwar noch immer sehr klar im Kopf, aber manchmal geraten mir doch hier und da ein paar Details durcheinander. Bis später. Kopf hoch, Ben. Bei ihm denke ich, ist nicht viel zu holen. Sprechen wir mit ihm nochmal. Bei uns gehen ja noch Dinge ab. Hallo, Ben. Worum geht's denn diesmal? Das ist zum Beispiel etwas, was mich Du sehr willst mir verwirrt. Wirklich weismachen, dass du niemals Angst hast? Genau, niemals. Auch nicht vor den Asgil? Asgil? Was soll denn das sein? Die Asgil sind grauenvolle Monster mit spitzen Fingernägeln. Fingernägel? Ja, ihre Fingernägel sind so lang und spitz, dass sie dir die Augen aus mehreren Metern Entfernung ausstechen können. Und noch? Sie haben spitze Stacheln. Stacheln? Ja, mit ihren pfeilartigen Giftstacheln können sie ihre Gegner aufspießen. Manche Aski lassen die Leichen ihrer Gegner zum Schmuck einfach auf dem Rücken stecken, bis sie vermodert sind. Langsam formt sich ein Gesamtbild. Das Schlimmste aber ist das spitze Horn auf ihrer Stirn. Horn? Ja, sobald sie dich entdeckt haben, rennen sie unaufhaltsam auf dich zu. Sie neigen ihren Kopf und spießen dich auf, bevor du auch nur an Flucht denken konntest. Diese Asgil scheinen tatsächlich keine angenehmen Zeitgenossen zu sein. Angst habe ich aber trotzdem nicht vor ihnen. Okay. Jetzt mal bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immerhin bis... Ja, das können wir überspringen, das haben wir schon ein paar Mal gehört. Ich habe ja jetzt eine Vermutung. Denn wir haben hier Krallen und umsonst ist es kein Hotspot. Die können wir jetzt plötzlich nehmen. Okay. Das heißt Bärenkralle, ne? Gott sei Dank hat Spot keine Krallen. Wer weiß, was er damit anstellen würde. Ach so, ja, stimmt. Ich kann ja hier schon mal nehmen. Ich kaue nur meine eigenen Fingernägel. Ja, das sollst du ja auch nicht machen, Ben. Ich habe mal eine Liste mit meinen wahrscheinlichsten Todesarten begonnen. Die Bärenkralle ist auf Platz 212. Ja, das hatten wir schon. Okay, Moment, wir haben jetzt also schon mal die Krallen. Die Schildkröten verwundern mich ja auch. Okay, das heißt, vielleicht muss ich ja einen Asgil darstellen. Nur die Frage ist, wie. Sprechen wir noch mal mit ihm. Hallo, Ben. Weil die Krallen kamen ja in dem Gespräch. Du willst mir vor. Genau. Auch nicht vor den Aski, was soll denn... So, mit scharfen Krallen. Die Asgil sind grauenvolle Monster mit scharfen Krallen. Krallen? Ja, ihre Krallen sind so scharf, dass sie dir in Sekunden die Haut vom Leib schälen können. Und noch? Stacheln, Augen, zwei Köpfe. Stacheln haben wir schon mal ausgewählt. 11 Augen, wüsste ich nicht, wo man die herbekommt. Ich weiß noch nicht, wo man Sie zwei haben Köpfe zwei Köpfe. Soll. Zwei Köpfe? Ja, und beide Köpfe verfügen über einen giftigen Atem, der die Beute lähmt. Und während der eine Kopf sich dann über deine wehrlosen Gliedmaßen hermacht, lacht der andere sein schallendes, keckerndes Lachen. Langsam formt sich ein Gesamtbild. Spitziges Horn, scharfe Zähne, fauliger Gestank. Das Schlimmste aber ist das spitze Horn auf ihrer Stirn.
Horn? Ja, sobald sie dich entdeckt haben, rennen sie unaufhaltsam auf dich zu. Sie neigen ihren Kopf und spießen dich auf, bevor du auch nur an Fluch denken konntest. Puh, diese Askiel scheinen tatsächlich keine angenehmen Zeitgenossen zu sein. Angst habe ich aber trotzdem nicht vor ihnen. Okay. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Ich glaube, daraus ließe sich was basteln. Leider hält es noch nicht zusammen. Ich bräuchte eine Art Klebstoff. So. Da bräuchte man jetzt wahrscheinlich wieder das Harz. Und wir bräuchten für das Harz eine Schüssel. Oder so was in der Art. Eine Schüssel haben wir hier. Nur die haben wir bisher nicht bekommen. Aber mit dem könnte man ja das vielleicht aufnehmen, das Harz. Das scheint eine Art Behälter für Opfergaben zu sein. Opfergaben. Toll. Da spucke ich lieber nicht rein. Ich will nicht noch eine Gottheit erzürnen. Aus irgendeinem Grunde scheinen die ohnehin schon alle sauer auf mich zu sein. Nein, die Schüssel ist fest mit dieser steinernen Totemfigur verbunden. Spot. Komm, geh du da rein. Also wenn ich selbst nicht kräftig genug bin, dann ist es Spot ja wohl erst recht nicht. Da müsste er schon ordentlich zunehmen. Ah! Sehr schön. Spot kann nämlich zunehmen. Und zwar... So. Sehr schön. Und? Das könnte klappen. Ach komm, aber das ist doch Schwachsinn jetzt. Was ist jetzt? Komm mal her, Spot. Ich wirfte den jetzt darauf. Also komm mal's auf. Und hepp. Ah, ist das herrlich. Okay, immerhin, jetzt können wir das Wachs holen. Ach, der arme Spot, den sollten wir vielleicht wieder dünn machen, wenn wir angekommen sind. Beim Baum war das Harz, genau. So. Spot, du hast wieder dünn werden. So. So. Dann brauchen wir jetzt die Schüssel. Und hoffe, dass das jetzt auch funktioniert. Nicht, dass es gar nicht geht. Doch, es geht. Okay. Dann benutzen wir das mal mit so, dem Harz. So, ich habe das Harz auf die Kralle geschmiert. Igitt, jetzt ist sie ganz klebrig. Dann verbinden wir das mal mit dem. Ich glaube, daraus ließe sich was basteln. Nicht schlecht. Noch lange nicht fertig, aber für den Anfang. Und kann man das Horn hernehmen? Das will ich nicht aneinander kleben. Das wäre überhaupt nicht gruselig. So, ja. Gut, wir brauchen Augen oder ein Horn oder was immer. Ach, spitze Zähne. Jetzt, Anna. Das Gebiss ist das Rätselslösung. Die Zähne würden gut zu meinem kleinen Kunstwerk passen. Oh, das sieht nett aus. Okay, dann haben wir wohl jetzt ein Askiel gebastelt, wie es scheint. Schauen wir mal, ob das Ganze ja funktioniert. Aber muss es ja fast, sonst könnte ich es ja nicht verbinden. Aber vorher darf es sich natürlich noch anschauen. Schauen, was er uns dazu zu sagen hat. Mein Kunstwerk ist fertig. Nicht schlecht für jemanden mit zwei linken Händen. Ach, das geht ja gar nicht. Du hast eine linke und eine rechte. Ah, oh. Oh, das ist ja nur mein selbstgemachtes Kunstwerk. Ich weiß zwar nicht, wieso und was dann passiert. Ich hab da was für dich. Hä? Puh! Ein Askiel! Nimm ihn weg! Ach, wir durften ja nicht an die Wäsche. Ja. Die lasse ich lieber hier. Sie halten die Mücken fern. Sehr witzig. Fand ich auch. Finger weg von der... Du machst ja... Das heißt, wir müssen es nochmal machen. Dann nehmen wir das nochmal. Ich hab da was. Das ganze Spielchen nochmal. Puh! Hab
Aber das ist doch noch mal erschreckt, das wundert mich. Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg, so, nimm ihn weg! Vielleicht die Hose? Ah, ja. Sehr schön. Hä? Hey, stopp mal! Was fingerst du da hinter meinem Rücken an der Wäsche rum? Lass das gefälligst. Du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Okay. Ball? Können wir den auch noch nehmen? Okay. Die Hose. Weißt du nicht, was mit dem Ball soll? Aber... Und ich weiß nicht, was wir mit der Hose sollen. Aber vielleicht kommen wir jetzt endlich mal bei unserem Baumexperiment weiter. Man weiß es ja nicht. Man munkelt es nur. Oh, wie ich diese Kombination hasse. Die Hose vielleicht damit. Hier fehlt nur noch Feuer. Ja, Feuer, super. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier Feuer hinbekommen soll. Mit dem Ball sicherlich nicht. Hier fehlt nur noch Feuer. Wo bekomme ich das Feuer her? Hier fehlt... Kann man das mit irgendwas verbinden? Der Gedanke ist vielleicht absurd. Aber die Hose ist eigentlich groß genug. Und aus Segeltuch. Sie würde gar keinen schlechten Fallschirm abgeben. Ah. Aber mit was können wir Feuer machen? Hier fehlt nur noch Feuer. Wir müssen eine Möglichkeit finden, Feuer zu machen. Dafür bräuchten wir aber erstmal etwas, mit dem man Feuer machen kann. Und genau da ist im Moment das Problem, dass ich keine Ahnung habe, mit was ich Feuer machen soll. Die Kerze darf ich lustigerweise nicht mitnehmen. Können wir vielleicht dann irgendwas damit verbinden? Raus finde ich noch ohne Karte. Ja, Entschuldigung, ich habe es wieder übersprungen. Vielleicht kann man mit den Zetteln und den Rohren... Nein, ich will mit den Dingern nichts zu tun haben. Es war ja nur ein Versuch. Ich will die Kerze mitnehmen. Autsch, verflucht, das gibt bestimmt eine Brandblase. Warum bin ich nur immer so ungeschickt? Kann ich vielleicht Spot mit der Kerze verbinden? Spot hat keine Angst vor Feuer. Er hat vor kaum etwas Angst. Ich glaube, ihm fehlt die Fantasie. Ben sagt, diese Sorte Kerzen brennt ewig. Ich sage, sie macht sich nur was vor. Kann man die vielleicht mit irgendetwas nehmen? Eine Karte, Kescher, Kompass, Schaufel, Schatulle. Ein Ball damit wird. Ich werfe nicht mit Bällen, wenn eine potenzielle Brandquelle in der Nähe ist. Ich brauche etwas, mit dem ich Feuer machen kann. Ich weiß nach wie vor nicht, was. Die Feuerdrachenfalle ist schon wieder leer. Opa benutzt immer nur Wai-Eier als Köder. Die Falle ist leer. Und das ist auch ganz gut so. Feuerdrachen sind fliegende Brandherde mit einer Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Unnötig zu erwähnen, dass Spot ganz vernarrt in die Dinger ist. Vielleicht brauchen wir so einen. Der Ball sieht genauso aus wie die Noai-Eier, die wirklich? Opa immer als Köder benutzt. Ich bezweifle aber, dass die Feuerdrachen auf so einen plumpen Schwindel hereinfallen würden. Ach so. Ich dachte jetzt, es wird sogar gehen. Die Bomben gewiss nicht. Das eignet sich nicht, um Feuerdrachen anzulocken. Opa benutzt immer Noai-Eier als Köder. Aber vielleicht kann mir jetzt Opa weiterhelfen. Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Bis später. Kopf hoch, Ben. Dann gehen wir nochmal in den Wohnwagen rein. Vielleicht finden wir da solche Eier. Ich glaube mir, dass wir hier diese Drachen weiterhelfen könnten. Jetzt machen wir da wieder zu. Da haben wir ja schon festgestellt, dass man dadurch Dinge sieht, die man sonst nicht sehen würde. Ja, mein Frosch, der wird mir nichts bringen. Ich lasse ihn lieber da drin. Ihn durch den Flaschenhals zu friemeln wäre sicher kein Spaß. Für uns beide nicht. Kochbuch, Kessel. Notizen, Rezepte, Augenglas, Flasche. Es scheint nicht so, als wäre hier irgendwas, was wir gebrauchen können.
Kochen ist Opas Aufgabe, nicht meine. Nicht, dass ich mich nicht angeboten hätte. Aber Ben wollte es nicht. Da kann man mal sehen, was für eine schlechte Meinung er von mir hat. Ich meine, Petroleumsuppe. Hallo? Dann gehen wir wohl doch noch mal raus. Vielleicht kann mir ja zumindest Ben weiterhelfen. Irgendwo, ich vermute halt, dass ich jetzt solche Eier brauche, weil was soll ich sonst fürs Feuer hernehmen, außer diese Fliegeviecher, wenn ich schon die Kerze nicht nehmen kann. Haben wir sonst noch was hier? Den darf ich ja wieder nicht anschauen. Bruno schläft fast den ganzen Tag. Nachts muss er unsere Wohnwagen durch dunkle Wälder ziehen. Ich wette, er... Ja, das hatten wir schon. Andererseits... Das hatten wir schon. Da müssen wir mal weiter gucken. Und zwar in der nächsten Folge. Diese Folge hat hier leider schon wieder sein Ende. Rätsel in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Alles klar, ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.